Wenn sich Rohstoffpreise auf breiter Front erhöhen, spricht man von einem sogenannten Angebotsschock. Und wie die Wirtschaftspolitik in so einer Situation, die wir hier aktuell auch erleben, optimal reagieren sollte, das klären wir in diesem Video. Von einem Angebotsschock spricht man, wie schon gesagt, ja bei stark steigenden Preisen von grundlegenden Rohstoffen, wie beispielsweise von Öl oder von wichtigen Industriemetallen. Doch wenn der Preis eines Produktes, also in diesem Fall der Rohstoffe, steigt, dann müsste doch eigentlich der Konsum zurückgehen. Nun, bei grundlegenden Rohstoffen ist das nicht so einfach, da die Substitutionselastizität bei diesen Produkten sehr gering ist. Das bedeutet, sie können nicht so einfach ersetzt werden. Wenn Öl beispielsweise sich enorm verteuert, dann können wir unsere Autos ja nicht plötzlich mit einem anderen Rohstoff betanken. Sie müssen weiter mit Benzin oder Diesel betankt werden. Oder wenn Nahrungsmittel teurer werden, dann werden die Leute in einem reichen Industrieland nicht plötzlich anfangen, weniger zu essen. Nein, diese Preissteigerungen bei grundlegenden Rohstoffen schlagen fast vollständig auf das Preisniveau durch. Zumindest ist das kurzfristig so. Und ein stark steigendes Preisniveau bei konstanten Löhnen bedeutet, dass die Reallöhne sinken. Man kann sich vom selben Lohn, den man erhält, also weniger kaufen. Wir haben es hier also mit einem kurzfristigen starken Schock, mit temporär stark erhöhter Inflation bei gleichzeitig sinkenden Realeinkommen zu tun. Wenn der Schock endet, sinkt die Inflation innerhalb kürzester Zeit wieder auf ihre alten, niedrigen Werte. Bei dieser Abbildung hier, wo Preisniveau und Reallöhne in Bezug zueinander gesetzt werden, ist zu beachten, dass sie sehr stark vereinfacht. Normalerweise dauert es 1 bis 2 Jahre, bis sich so ein Angebotsschock durch die gesamte Lieferkette durchgefressen hat. Doch der entscheidende Punkt ist, dass die Inflation bei einem solchen Angebotsschock temporär ist. Die Reallohnsenkung hingegen, die ist dauerhaft. Doch bevor wir die Überlegungen jetzt erst einmal weiterführen, müssen wir unseren Blick etwas weiten. Denn wenn rohstoffimportierende Länder mehr für diese Rohstoffe bezahlen, dann haben rohstoffexportierende Länder gleichzeitig mehr Einnahmen. Die Rohstoffexporteure könnten diese zusätzlichen Einnahmen jetzt nutzen, um mehr zu konsumieren. Dann würden sich die gesamtwirtschaftlichen Produktionsstrukturen gar nicht groß verändern und es würde gar keinen schweren Schock geben. Denn die Rohstoffimporteure würden weniger konsumieren und die Rohstoffexporteure würden mehr konsumieren. Die Produktionsstrukturen blieben unverändert. Es würde sich einzig und allein um eine Umverteilung der Konsumprodukte handeln und um nichts anderes. Nun passiert aber genau dies in der Realität nicht. Die Rohstoffexporteure nutzen ihre gestiegenen Einnahmen nicht, um mehr zu konsumieren, sondern sie erhöhen ihre Sparquote. Die sinkenden Reallöhne bei den Rohstoffimporteuren gehen also mit einem sinkenden Konsum einher. Wenn weniger konsumiert wird, dann werden weniger Güter hergestellt, Produktionskapazitäten fallen aus. Und die Arbeitslosigkeit steigt. Dieser Angebotsschock wirkt also erst einmal oberflächlich betrachtet inflationär, aber lang- und mittelfristig betrachtet deflationär. Und das ist auch die eigentliche Gefahr. Deswegen führen solche Angebotsschocks zu schweren Rezessionen, weil sie der Wirtschaft Nachfrage entziehen und nicht, weil sie für hohe Inflation sorgen. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Fragestellung vom Anfang. Was sollte die Wirtschaftspolitik also tun, um so eine Rezession und all ihre negativen Folgewirkungen zu verhindern oder zumindest abzumildern? Ja, ist doch ganz logisch, würden einige Gewerkschafter jetzt vielleicht sagen. Wenn die Inflation hoch ist, dann müssen die Löhne steigen, um die realen Einkommensverluste auszugleichen. Doch so berechtigt diese Forderung auch klingen mag, so falsch ist sie in einer solchen Situation. Denn wenn die Löhne übermäßig stark steigen, dann werden die Unternehmen im nächsten Jahr, weil sie ja höhere Kosten haben, diese höheren Löhne wieder in Form von höheren Preisen an die Konsumenten weitergeben. Die Folge ist eine dauerhaft erhöhte Inflation.
Stark steigende Importpreise können nicht von steigenden Löhnen kompensiert werden. Das ist volkswirtschaftlich unmöglich, da die steigenden Löhne sofort zu höherer Inflation führen. Aus einem bloß temporären Angebotsschock würde so eine dauerhafte Lohnpreisspirale werden, mit einem dauerhaft höheren Inflationsniveau. Aber wenn man die Löhne nicht stark erhöht, was soll man denn mit ihnen machen? Soll man sie konstant lassen oder sogar senken? Nein, die Löhne sollten immer so stark steigen wie die Zielinflation plus die Produktivitätssteigerung. Diese Regel nennt sich goldene Lohnregel. Und sie sorgt, jedenfalls dann, wenn es keine einmaligen Preisschocks gibt, dafür, dass die Inflationsrate dauerhaft auf dem gewünschten Niveau stabilisiert wird. Die Inflation folgt nämlich langfristig betrachtet den Lohnstückkosten, welche der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität sind. Das bedeutet, dass bei einmaligen Schocks bei den Rohstoffpreisen die Löhne nicht außergewöhnlich stark angehoben werden sollten, sondern so steigen sollten, wie sie es immer tun. Wenn das Ausland nun also nicht für steigende Nachfrage sorgt, und die Unternehmen es auch nicht tun sollten, weil das halt dauerhaft die Inflation erhöht, dann gibt es nur noch eine Institution, die den Nachfrageausfall infolge dieses Angebotsschocks ausgleichen kann. Und das ist der Staat. Der Staat sollte also seine Ausgaben so weit steigern, wie der Konsum infolge der realen Einkommensverluste einbricht. Und dadurch das Realeinkommen stabilisieren. Das sorgt dafür, dass keine Produktionskapazitäten zerstört werden, dass es keine dauerhafte Arbeitslosigkeit gibt und kann im Optimalfall sogar eine Rezession komplett verhindern. Der Preis eines solchen Staatseingriffes wären höhere Leistungsbilanzdefizite. Die fragliche rohstoffimportierende Nation, die wir uns hier ansehen, muss ja mehr für ihre Rohstoffe bezahlen. Und wenn der Staat den Konsum an anderen Produkten stabilisiert, dann ändert das ja nichts daran, dass sich die Terms of Trade, also das Verhältnis von Import zu Exportpreisen, verschlechtert haben. Diese zusätzlichen Staatsausgaben stabilisieren also den Konsum. Und sie können, wenn der Konsum sich wieder von selbst zu berappeln beginnt, wenn die Reallöhne wieder von selbst steigern, nach und nach abgebaut werden. Und damit verschwindet letztendlich auch das Leistungsbilanzdefizit. Jetzt haben wir also geklärt, wie der Staat den Ausfall alter Produktionskapazitäten und dauerhafte Arbeitslosigkeit verhindert. Aber das Problem, dass die Rohstoffpreise gestiegen sind, das existiert ja immer noch. Und dieses Problem wird dadurch gelöst, dass diese Rohstoffe nach und nach substituiert werden. Und zwar durch einen Umbau der Produktionskapazitäten der Unternehmen, indem diese Unternehmen investieren. Und das braucht Zeit. Das kann nicht von heute auf morgen geschehen. Deswegen ist das ja auch ein Angebotsschock. Die Wirtschaft braucht Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, um ihre Produktionskapazitäten hin zu günstigeren Rohstoffen umzubauen. Und hier kann der Staat auch helfen, und zwar durch direkte staatliche Investitionen. Und nicht nur der Staat, auch private Unternehmen müssen in neue Produktionsstrukturen investieren. Und das braucht vor allem eines: Zeit. Die Geldpolitik sollte in dieser Situation auch alles dafür tun, dass Investitionen ermöglicht werden, beispielsweise indem sie die Zinsen senkt. Was die Notenbanken in einer solchen Situation überhaupt nicht machen sollten, ist, alles zu tun, was die Nachfrage schädigt, also beispielsweise die Zinsen zu erhöhen. Indem die Regierung und die Notenbank also auf eine Stabilisierung des Konsums und möglichst schnelle neue Investitionen setzen, sorgen sie dafür, dass dieser Angebotsschock sehr glimpflich verläuft und eine Rezession vielleicht sogar komplett verhindert wird. Diese Vorschläge mögen auf den einen oder anderen vielleicht etwas kontraintuitiv wirken. Trotz der höheren Inflation infolge des Angebotsschocks sollen die Staatsausgaben gesteigert und die Zinsen gesenkt werden? Das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was einige Ökonomen in so einer Situation empfehlen würden, da sie nur isoliert auf die Inflation schauen, anstatt sich die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge anzusehen. Und natürlich
birgt diese Strategie aber auch trotzdem einige Gefahren, die hier nicht verschwiegen werden sollen. Die Leistungsbilanz gerät wegen der höheren Staatsausgaben und der Kompensation des ausgefallenen Konsums durch den Staat ja temporär ins Minus. Und das sorgt dafür, dass die Nettoschulden gegenüber dem Ausland wachsen. Dies kann in Entwicklungs- und Schwellenländern mit einer instabilen Währung und hohen Fremdwährungsschulden durchaus zu einem Problem werden, aber ist in Industrieländern gänzlich unproblematisch. Zudem sollte man bei diesen Leistungsbilanzdefiziten hier nie vergessen, dass sie nur temporär sind und auch alle Teilnehmer davon ausgehen können, dass sie nach dem Ende des Angebotsschocks wieder nach und nach verschwinden, ebenso weit wie die staatlichen Subventionen wieder zurückgefahren werden. Die zweite Gefahr ist, dass die Gewerkschaften infolge der temporären Inflationserhöhung versuchen, höhere Löhne durchzusetzen und damit eine Lohnpreisspirale in Gang setzen. Diese Gefahr lässt sich durch eine konsequente Anwendung der goldenen Lohnregel bannen. Dies hatte ich vorhin ja schon erklärt. Drittens kann es natürlich passieren, dass der Staat überkompensiert und den Konsum nicht nur stabilisiert, sondern sogar steigert. Und das kann mittelfristig zu Inflationsgefahren führen. Aber diese Bedrohung sollte keinesfalls überschätzt werden, da sie im Moment ein noch vollkommen fiktives Szenario ist. Innerhalb eines solchen Angebotsschocks geht es erst einmal darum, die recht konkrete Gefahr einer dauerhaften Arbeitslosigkeit und ausgefallener Produktionsstrukturen zu verhindern. Um eine höhere Inflation, die daraus nur eventuell, wenn der Staat zu viel Geld ausgibt, entstehen könnte, um so ein Problem kann man sich auch später kümmern. Die Inflationsrate selbst ist während eines solchen Angebotsschocks sowieso nicht zu gebrauchen, da sie durch die steigenden Importpreise sowieso stark verfälscht wird. Wenn man wissen will, ob wirklich eine dauerhafte Inflationsgefahr besteht, dann sollte man sich erst einmal das Lohnwachstum ansehen. Und wenn dieses sich nicht beschleunigt, dann kann man davon ausgehen, dass die Inflation nach Ende des Angebotsschocks wieder auf die alten, tiefen Werte sinken wird. Die Vorteile der von mir beschriebenen Strategie liegen also auf der Hand. Man schafft es so, das Eintreten einer Rezession, die dauerhafte Stilllegung der Produktionsstrukturen und eine dauerhafte höhere Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die hier aufgestellten Überlegungen basieren auf einem Artikel von Heiner Flassbeck und Friederike Spieker, die sich mit dem Handeln von Regierungen und Notenbanken in der Ölkrise beschäftigten. Damals taten Regierungen und Notenbanken genau das Gegenteil von dem, was wir hier gerade besprochen haben. Die Notenbanken erhöhten die Zinsen und sorgten so für höhere Arbeitslosigkeit und sinkende Löhne. Mit der damals unnötigerweise in die Höhe getriebenen Arbeitslosigkeit hatten viele Industrieländer dann noch jahrzehntelang zu kämpfen. Das Beispiel der 70er Jahre und der Fehler von Regierungen und Notenbanken lehrt uns, dass man sich immer die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse anschauen und niemals aus Panik vor Inflation überreagieren sollte. Der angesprochene Artikel von Heiner Flassbeck und Friederike Spieker ist im angepinnten Kommentar und in der Beschreibung zusammen mit einer ganzen Artikelreihe, die sich diesem Thema widmet, verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Durchlesen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.